Du stinkst, du musst mal wirklich sauber machen. Das ist korrekt. Das ist völlig eklig hier, ehrlich. Das ist der Beginn des Trödelmarkt-Vlogs. Es ist der Tag vor dem Trödelmarkt. Bist du schon gehypt auf morgen? Überhaupt nicht, ich bin völlig gereizt. Hier stinkt's, hier ist nur Müll. Das sind feine Sachen, die einige Leute glücklich machen für einen schmalen Taler. Hier riecht es aber trotzdem ekelhaft. Wie ihr vielleicht schon erfahren habt, wird der Großteil des Erlöses des morgigen Trödelmarktes Merlin zugutekommen, denn der Gute bekommt ein neues Zuhause. Das, was er jetzt hier hat, ist relativ karg und klein und da wird massiv investiert meinerseits und da freue ich mich schon drauf. Wird ein schönes Projekt, was demnächst kommt. Gummo, Gummo, Gummo. Junge, da vorne ist der Trödelmarkt irgendwo. Es ist unfassbar früh, und zwar genau Punkt 7. Und ja, es geht los. Was ist dein Statement bisher? Das ist alles entspannt. Nickelt. Was hast du denn hier Schönes anzubieten? Jobs Parfüm für den Mann. Und? Riecht gut, ne? Und wie laufen bisher die Geschäfte? Ganz schlecht. Ganz mies bei mir. Ganz mies. Oh ja, die Jugend hat endlich das wahre Glück gefunden und bringt mir das wahre Gold vorbei. Vielen Dünndarm. Was ist dein Statement zum Trödelmarkt? Na, hier gibt's eigentlich nur Schrott. Kommt her, das ist ein guter Stand hier. Das Wort war das. Nee, ist nicht so. Dass die Bananen schon im Osten angekommen sind. Kann nicht sein, dass diesen Markt hier betreten und angekotscht. Statement zum Markt? Na, es ist genauso, wie man sich einen Flohmarkt vorstellt. Diese Menschen, das ist einfach. Ja, das war heute aber noch wenig los, muss ich sagen. Wirklich. Den Schlüssel her. So, das sind die beiden Schlüssel. Auf welche Experimente würde ich hier einladen? Brauchst du es noch? Das kriege ich so kaputt. Ja. Ist das Mädchen, hat Erfahrung mit sowas? Das nehme ich mir mit nach Hause. Das meine ich, genau. Also. Da bin ich ja mal gespannt. Das hat nämlich nie richtig funktioniert. Dann mache ich es kaputt. Was ist das Codewort? Das geht. Ah. Das funktioniert. Das ist sehr kleine Hände. Ist genau. Was ist mit dem Herrn Flenk? Der hat ja viel härtere Ansagen gegen dich gemacht. Und dabei hat ja schon vor in der Fresse gekriegt. Ja, aber der war dabei ja noch nüchtern. Ich war völlig besoffen und habe gegen dich geschossen. Und das ist ja das, was dich entschuldigt. Ja. Hättest du das im Normalzustand gesagt, war es für mich schlimmer. Ach Quatsch, du weißt ja genau, dass ich dir heimlich immer einen Schwanz blasen würde, aber es nie zugebe, außer jetzt. Gut, Schluss. Nein, Rico? Ja? Du kommst ziemlich spät. Ja, ich weiß. Ich habe Blut? Was? Ja, ist ein bisschen her. Nee, ich habe mal gestern übelst angesoffen mit Berliner Luft. Und ja, sorry. Das ist eine sehr gute Aussage, das gefällt mir. Aber zu deinen Alkoholikerzeiten war kein Verlass auf dich. Ist immer noch kein Verlass auf mich. Was ist denn hier drin? Das ist ein sehr prall gefüllter Rucksack. Ja, stimmt, hier ist ein Sixpack fürs Mädchen. Also, ja, warte mal. Also hier die Maske natürlich nicht. Das Scheiße ist Papier. Ja, na, ich habe Dünnschiss, Alter, wegen der Suft gestern. Deswegen, falls ich scheißen muss im Stream dann. Hast du die Musik aus? Ja, wenn ich filme, ist die aus. Achso. Was ist denn das hier? Das ist ein Geschenk. Für uns. Ne, für dich? Nur für dich? Als Wiedergutmacher. Ja, nee, weil du ein Alkoholiker bist. Das stimmt. Das stimmt. Spaß. Das war alles Alkohol, Frau, was in dem Video war. Achso, ne. Prost! Danke für den Sponsor. Grüß dich erstmal. Hallo. Ja, danke, grüß dich, Olaf Kaspricki. Hey! Falsches Kleine! Vielen Dingen darin, geliebter. Oh, lul! Schmeckt! Mensch, jetzt gib doch mal bitte ein Statement! Ja, was brauchen wir denn? Eine Sahnemaschine? Eine Sahnemaschine? Ja. Na, ganz viel Ejakulat und etwas Luft.
Vielen Dank. Vielen Mastern. Gehen wir dann hinterher schnell. Oh. So, der Schänder geht jetzt live. Ja, ist geil, oder? Enrico? Ja? Was sagst du zum Trödelmarkt? Wir verkaufen ja diesen Stift. Oh. Wie lange seid ihr? Herr Klose, ja. Sei gegrüßt. Hallo, hey. Hey. Ich hab deine Polizei vergessen. Ja, yeah, yeah, yeah. Ja, was machen wir noch? Ist gut aus. Die Aufnahmen werden. Tschüss. Jo, yeah, yeah. Feindes Jugendfeuerwerk. Pyrotechnik ist kein Verbrechen. Guten Morgen. Kleiner Funfact, der Mann ist made in Mexiko. Lul. Der hier? Oder der? Oh, ja, du. Nee, doch, der Mann, das steht auf deinem Ohr. Auf meinem Ohr? Ach Junge, was stinkt denn hier so? So, da der Onkel einen winzigen Hintern hat, gibt es jetzt auch einen entsprechenden Stuhl. Aber es funktioniert hervorragend. Das ist perfekt. Wie bitte? Für was? Samsung Galaxy S6. Das ist S6. Oh yeah. Also wenn was 5 zugeht. Oh, was machen wir los? Mastpilot, vielen Dank für die 20. Danke für die 50, Kern. Ja, warte. Warst du eigentlich schon bei der Maskenbildung? Ja, aber. Mehr Koffein für alle. Oh. Guten Seibt. Jamal! What? Nee. Ich bin verrödel. Ja, Junge. Das erfreut mich einfach nur. Ja, ich bin mehr als erregt davon. Ja, logisch. Ja, logisch! Schieb mich an, du! Jawohl, schieb mich an, du Sau! Wie bitte? Ich hab das gestern nur eine halbe Stunde angezockt. Das war, ja, war wie halt das Bild. Max, bitte nimm diese magere Spende an. Oh, und ja! Ich für dich noch was. Vielen Godzilla! Ich hab auch noch, wir haben auch noch was. Mensch, Marie, ist über 13. Ich hab hier auch noch. Na, ja, das ist so groß für dich. Tibetanius! Hier! Ich verkaufe um! Ey, her damit, Schwein! Ich muss schon Krone haben hier. Das ist schon. Clay, Enrico, Enrico! Das Mädchenvieh ist wieder aggressiver, ich schreie. Und Maxi noch für dich auch noch. Nee, nee, ich möchte stinken, aber danke für das Angebot. Ja, gut. Fick dich alle, ihr Schweine. Falsch für dich zu essen. Wieder? Ja. Nummern werden geklärt. Lifestyle. Auf jeden Fall wurde Instagram geklärt. Prost, ihr Schweine! Gönn dir mies! Das schmeckt! Feins ist Einsiedler! Nein, ich hab den Becher leider vorhin verkauft. Ach, scheiße. Wie saufst du jetzt das Bier? Junge! Okay, das ging. Vielen Dank für den Erwerb. Feinster Euterspender. Ja. Ey, der Mindestwinz. Ich möchte mich nochmal bedanken für die ganzen Fotos zur Mindestparty 9. Danke gleichfalls. Kommt alle zur Mindestparty hier ran. 19.10. im Eventwerk. Sehr schwierig. Warum kommt da so wenig raus? Nein, ich kann nur drücken, aber. Hast du Prostata-Probleme? Ja, es kommt Schaum raus nur, Alter. Ist jetzt weg hier die Scheiße. Die Männer sind innen. Oh, oder warte mal, wenn man das stehen lässt, aber ich glaube. Ja. Kannst du erstmal den ersten Schuh kannst du sowieso weghauen. Ja. Das ist nur Schaum, weil die Luft raus muss. Ey, das ist ja wirklich eine Sauerei. Ja, halte bitte. Ey. Ah, Junge. Moment. Ach so, Wiedersehen. Dieser gute Mann kommt jetzt hier mit diesem Geschenk an. Das macht mich wirklich geil. Nur für dich. Ah. Das kommt vom Herzen. Enrico, mein ganz allerliebster, was ist denn gerade passiert? Junge, die... Ach nee, ich will es nie wiederholen. Ich wurde gerade sehr wütend gemacht, weil ich ganz vorne am Dixi-Klo stand. Und da hat so eine... ja, wie soll man die beschreiben? Ich weiß nicht, wie ich die beschreiben soll, ohne abwertend zu klingen. Die hat auf jeden Fall hinter mir rechte Äußerungen getätigt.
Und dann hat die einfach vorgedrängelt, ist vor mir direkt aufs Klo gegangen und hat mir somit, ja, JFP an, ja, ich lösche dann nach dem Twitch-Stream. Ja, ich habe die ziemlich beschimpft gerade, sorry nochmal. Ich fand's angemessen. Ja. Kannst du essen, aber die haben halt nicht viel Geschmack. Die Junge nimmt die Gurken mit. Was ist denn dein abschließendes Statement zum Teutelmarkt? Das war absolut geil heute und einfach nur wundervoll. Junge. Zahlreich erschienen alle und es ist sehr viel flüssiges. Lösch nicht vergessen, ja, Chef, da hast du recht. Muschi, hast du mit? Halten bitte. Und was ist dein Statement zum Trödelmarkt? Es war ein harter Arbeitstag. Ach Junge, jetzt kann ich die Maske nicht mehr einpacken, weil der Rucksack voll mit Schund vom Max ist. Nee. Oh je, yeah, der Sushi-Wahnsinn, Enrico. Mhm. Erzähl mal was über diese Mahlzeit. Boah. Naja, ich bin angenehm, angefressen und ich werde dann richtig glücklich vollgefressen sein. Huhn! Endlich was Feines zu speisen. Hey, der Onkel, das miese Sushi ran's Maul. Haben wir hier zwei Sendungen. Scheiße. Ich habe hier den ganzen Müll hier von dem Trödelmarkt und Fanpost dazu. Oh, natürlich, ein Topf von Lieferello. Also, ja, Junge. Hey, wir können ein Taxi bestellen. Hey. Junge. Oh, das ist schwer. Oh, nee, Alter. Oh, Hackesel. Onkelesel. Oh, Junge. Oh. Alter. Na ja, gut. Blaues Papier. Okay, es tickt nicht. Also wir waren nicht weggesprengt. Wie bitte? Was? Moment, jetzt ist